Moin, hier ist mal wieder der Schattennase weiß mit dem nächsten Was wollen wir trinken Video. Heute habe ich einen Rockstar und ich weiß nicht, ob es den nicht auch in Deutschland gibt. Der ist jetzt aus Holland. Wenn es den in Deutschland gibt, dann habe ich den schon gemacht. Dann werdet ihr dieses Video nicht sehen. Und wenn ihr dieses Video seht, dann habe ich den noch nicht gemacht. Und zwar den Rockstar Strawberry Lime Flavor. Also Erdbeere, Limette. Kein Zucker. Und da ist drin kohlensäurehaltiges Wasser, Geschmacksverstärker, Erythritol. Keine Ahnung, was das jetzt auf Deutsch heißt. Wahrscheinlich das Gleiche oder was Ähnliches. Speisesäure, Zitronensäure, Aromen, Säureregulator, Natriumcitrat. Verdickungsmittel, Pektin, Süßstoffe, Sucralose und Acesulfam K, Koffein, Vitamine, also dann Vitamin C, Niacin und Vitamin B6, Stabilisatoren, Gummi Arabicum und Sucrose, Acetat, Isobutyrat. Tyrat, Taurin, Konzentrat aus schwarzen Karotten, Inositol, Farbstoffe, Riboflavin und Ginsengextrakt in der gigantischen Konzentration von 0,0004%. Wow. Und 100 Milliliter haben 4 Kalorien. Und ich bin mal gespannt. Es riecht ganz, ganz leicht nach Erdbeere. Mir frieren gerade ganz, ganz leicht die Finger ab. Farbe, naja. Und im Glas riecht halt ein ganz klein bisschen mehr nach Erdbeere. Und hat definitiv einen erdbeerigen Nachgeschmack. Und man schmeckt definitiv auch die Limette raus. Aber von den Geschmäckern ist das ganz gut. Und der Geschmack bleibt tatsächlich auch lange im Mund. Und ich friere mir tatsächlich gerade dezent die Flossen ab. Liegt vielleicht auch daran, dass es gerade nicht besonders warm ist und ich hier in der Küche eigentlich auch nicht heize. Das ist der Nachteil, wenn man die Videos im Winter macht. Und tatsächlich, je mehr ich davon trinke, umso besser schmeckt er mir. Und das finde ich jetzt außergewöhnlich für einen zuckerfreien. Dass der Geschmack tatsächlich so lange im Mund bleibt. Und das hat, obwohl da glaube ich kein natürlicher Saft drin ist. Nee, aber vielleicht ist der Geschmacksverstärker ja so effektiv. Also ich bin echt positiv überrascht. Obwohl, ich bin ganz ehrlich, mir wird das wahrscheinlich noch besser schmecken, wenn da der Limettenteil nicht bei wäre. Ich sage jetzt extra wahrscheinlich.
weil ich ja zu 100% auch nicht so sicher bin. Aber vom Prinzip her ist das auf jeden Fall schon mal einer, den ich mir nochmal hole. So, und das war es jetzt, weil die Karte ist gleich voll. Also der Rockstar Strawberry Lime kriegt von mir einen Seitwärtsdaumen hoch. Ich finde den tatsächlich lecker. Und ich meine auch, den habe ich in Deutschland noch nicht gesehen. Wir mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen hoch. Nette Kommentare, freue ich mich auch immer drüber. Und dann sage ich wie immer, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.